Jo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Let's 2, nachdem ich das letzte Mal hier herausgefunden habe, dass doch der Bereich hier unten etwas länger zu sein scheint, als ich zunächst annahm. Habe ich beschlossen, den Part einfach mal zu beenden. Und hier entsprechend, ich habe auch noch Flitjamon Lied gepackt. Aber diese Trainerin, die ist gar kein Trainer. Hallo Trainer auf Wanderschaft. Deine vielversprechenden Pokémon sollen mal versuchen, ob sie diesen Trainingsfels zertrümmern können. Welchen Trainingsfelsen? Hier, das haben wir gesehen, ist dort drüben im letzten Part. Da können wir nicht hin, da ist ein Zaun, der unseren Weg versperrt. Müssen wir von der anderen Seite an den Start gehen. Und hier unten sind sogar zwei Ast-Trainer. Hihi, ich weiche erstmal aus. Oh, ein Kämpfer. Ich bin ein durchtrainierter Trainer. Meine Pokémon sind auch durchtrainiert. Das ist ja schön für dich. Ich weigere mich immer ein bisschen gegen die Ast-Trainer zu kämpfen, weil die doch älter, was stärker sind dann. Aber eigentlich gibt es gar keinen Grund dazu. Ja, okay, man kann ja argumentieren, Flitjamon braucht noch einige Level-Ups, bevor es wirklich effektiv zum Einsatz kommen kann. Denn nun ja, ist halt, wie gesagt, eigentlich unser schwächstes Glied im Team. Er hat Glied gesagt, ja, aber nicht witzig. Jo, okay, ich tue zum Beispiel gerade wieder so ein Pokémon, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe, da Flitjamon drin zu lassen. Aber es ist doch einfach um ein bisschen was, um ein bisschen Trainingseffekt zu bekommen. Wenn ich sie jetzt mal rauswechsle, dann ist es ja auch nicht so das Wahre. Genau deshalb, weil es ein Knirscher wird es wieder nicht überleben, so wie ich Flitjamon kenne. Ja, so ist es, Freunde. Ist ja nicht so, als würde ich da nicht aus Erfahrung sprechen. Und jetzt muss ich Matrefour die Sache wieder irgendwie versuchen zu richten. Kommt übrigens das nächste Lied. Oh, Aeros habe ich auch noch drauf. Cool. Ist zwar schwächer als Laubklinge, aber egal. Kommt besser, wenn man es mit einer effektiven Attacke angreift. Vakuita. Ausdauer kannst du gern machen. Ich weiß sowieso nicht, ob ich dich one-hitten würde. Kann ich jetzt mal ausprobieren? Ja, doch, tatsächlich. Cool. Und nochmal aus, du willst mich jetzt abfacken hier. Das finde ich lame, das. Weil normal macht jede Attacke immer einen KP Schaden, aber. Ja, Ausdauer wirkt in dem Fall an wie Schutzschild. Doof. Heieiei, geht's hier mal aufs Team. Und mach Matri voll nach vorne. Wisst ihr was? Jetzt gehen wir auch. Ah, ist noch eine Kämpferin. Ein AP Top kriegen wir hier zusammen. Kann man später vielleicht fürs PvT mal brauchen. Und eine weitere Kämpferin, wie bereits erwähnt. Ich nutze zusammen mit meinen Pokémon den Trainingsfelsen als Sandsack. Worauf es ankommt, sind beständige, aber gemäßigte Trainingseinheiten. Kämpferin Lee. Das ist ein weiteres Rabaut sein, dann wahrscheinlich noch. Das zu Irokex und Makuhita gibt es keinen wirkliches Pendant, außer halt Karpitz wäre. Nein, Karpitz ist. Nein, Karpitz auch kein Pendant, nur weil es Gen 3 ist. Auf jeden Fall Aeroast reicht aus gegen Rabauts. Tut gut. Und dann kommt hier Wacholo noch. Keine Ahnung, könnte sein, dass tatsächlich Karpitz ist so vom Ding her. Wie es jetzt reinschickt, weil ich glaube, Karpitz würde ich nicht so freiwillig in Matrefour reinschicken. Oder halt Quappo oder sowas. Das sind noch so Kampfpokémon. Meditalis könnte es sein. Das ist Quappo, wow. Cool geraten. Da geht natürlich auch auf die Laubklinge, weil die nochmal ein ganz schönes Stückchen stärker ist. Und zwar ein ganz, ganz, ganz schönes Stückchen. Und reicht ganz klar natürlich und den Wuchtschlag trifft. Ja, natürlich. Das Problem ist nicht, dass er Schaden macht, sondern dass er verwirrt. Bitte Matrefour, greif einfach an. Natürlich nicht. Und es will lesen, dass die nächste Attacke auf jeden Fall trifft. Aber der Wuchtschlag, wie gesagt, kein Problem mehr, wenn. Es geht ja nur um die Verwirrung, die mich wirklich stört. Dass ich mich zweimal selber treffe, ist so typisch für mein Glück. Verwirrung, hör auf. Dreimal Chance von 1 zu 8. Wäre sehr freundlich, wenn du mal angreifen würdest. Danke. Holy shit, ey. So, gut, dann gucken wir mal, was wir hier haben.
an Heil-Items für unser Team, denn ich habe keinen Bock zum Pokécenter zu rennen, sehe ich gar nicht ein. Hyperdrank haben wir nicht mehr viel. Klasse. Sieht's mit Kumu-Milch aus? Auch nicht mehr viel. Beleber, ja, der geht. Und nochmal die Kumu-Milch. Ich werde es auf jeden Fall jetzt dann kaufen gehen hier nach dem Part. Oder vielleicht auch schon im Part, je nachdem. Ist alles in einem Fleck. So, hier weiter geht's dann. Itemradar nochmal. Da gibt es tatsächlich noch was, aber erst hier unten. Ah, dann müssen wir wieder runter jumpen. Na klasse. Besiegen erstmal die Trainerin hier. Oh, meine Pokémon sind heute ganz besonders eifrig bei der Sache. Das schreit nach einem Kampf. Lass sie mal nicht so eifrig sein. So, Geradax. Wie viele Pokémon hat die? 3? Gut, dann möchte ich erstmal einen Schwertanz raus. Und warum ist Geradax schneller, Alter? Matrifol. So, was hat Geradax gemacht? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Es hat auf jeden Fall nichts gemacht, was Schaden macht. Und wurde von Laubklinge besiegt. Naja, kein Problem. 65 für Matrifol. Vielleicht kriegt sie dadurch den notwendigen Speed und Griffheldes. Ja, ein Highlight. Vielleicht reicht ja der doppelte Angriff, in dem zumindest ein bisschen Schaden zu haben. Ich glaube, nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd wird das reichen. Nee, ich hatte es befürchtet. Genau sowas hier. Sturzzug wiederum reicht aus. Der Rückstoßschaden ist aber enorm, sodass dann immerhin noch Fletiamo hier, sag ich, sich seine Erfahrungspunkte abkrabbeln kann. Hoffentlich mit einem Ladestrahl, der trifft. Das wäre sehr schön. Ja, okay, bei Luftschütteln hätte ich dasselbe Risiko, dass er daneben geht. Ein Boost wäre auch ganz nett. Ja, nice one. Toxikwag, das ist Bombe, weil da kann ich, das kann ich ordentlich vermöbeln. Das hat keine Chance. Bam, Psychokinese. So, dann wollen wir doch mal wieder hier Fletiamo nach vorne tun, ihm eine Chance geben. 171 HP auf Level 65 ist auch nicht so der Brüller. Ich war ja, es ist jetzt der von der vorne ist, ohne Scheiß. Hab keinen Bock mehr, jetzt ständig rumzuwechseln. Oh, ein Ohr doch. Cool. Es gibt gute Erfahrungspunkte, deswegen besiege ich das auch gern. Ist hier schon 3,5. Perfekt. Nein, nicht fliegen. Fliegen kannst du später. So, hier ist ein Kampfübel, das ist hier mal gar nicht gelohnt, dafür nochmal so einen Weg zu machen. Na egal, auf zum nächsten Astrainer hier unten. Top Elixier erstmal. Hey Trainer, ich bin immer noch voller Sorge. Hilf mir, meinen Kopf frei zu bekommen und kämpfe mit mir. Ich trinke jetzt mal wieder einen Schluck Wasser, weil weiß es doch anstrengender aufzunehmen, weil ich da die ganze Zeit irgendwas labern muss. Also anstrengend als viele andere Spiele, meine ich damit natürlich. Sowas wie Ori, da kann man ja das Spiel mal sprechen lassen, aber hier muss man immer selbst ein bisschen aktiv sein. Wie viel macht der Windschnitt? Das war ein Crit. So, jetzt der Ladestrahl reicht nach der Amnesie leider nicht mehr aus, deswegen muss ich jetzt auf die Psychokinese gehen, weil ich auch keinen Bock auf einen Miss habe. Aber immerhin mal wieder ein paar Erfahrungspunkte für Fletiamo, ja, ja. Und was Shark will. Ja. Ja. Ja, doch, komm. Probieren wir es mal mit einem Ladestrahl oder mit einem Luftschnitt. Ich nehme erstmal einen Ladestrahl.
Schneller bin ich schon mal, das ist gut. Ich weiß halt nicht, ob ich von dem Sturzflug überlebe, aber es mir gesagt dann auch egal. Ich krieg den Boost, sehr, sehr gut. Ja, Sturzflug war klar, ob ich den überlebe, ist die andere Frage. Und es überlebt tatsächlich, wow. So, jetzt Pyrokinese gesteppt und weg mit dem Masharkville. Wenn das jetzt nicht gekillt hätte, das wäre so bitter gewesen für Flitiamo. Ja, Branawatz. Matriful ist weg. Ich gehe jetzt mal auf den Luftschild. Vielleicht ist ja der Hex auf meiner Seite. Ich meine, Flitiamo hext ja schon gern. Das muss man schon festhalten. Oh, aber nicht mal das bringt was. Widerhall reicht dann aus. Also gut. Starke Verteidigung. Brechen wir mit einem starken Angriff. Los, Lucario. Nahkampf. Einfach weg damit. Ich kann es leider auch nicht ganz einordnen, wie weit es noch ist bis zum nächsten Ort. Aber ich versuche mal, das hier noch zu schaffen. Sollte aber möglich sein, auf jeden Fall. Hier gibt es noch ein Nugget. Ich hätte gedacht, da gibt es ein TM oder sowas, aber das scheint ja nicht drin zu sein. Ah ja, unten gibt es noch eine Chance, aber auch nur ein KP Plus. Beides Zeug zum Verkaufen. Ja, 9900 Geld. Ist es nicht die Welt? Ja, ist nicht die Welt, reimt sich. Ja, doch, ist eigentlich schon. Kann man sich ganz ordentlich was von kaufen. Hier in Pokémon. Ja, ich falle da fast wieder drauf rein. Da ist nichts. Hier, Trainer, bitte letzter für diese Route. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf mehr Trainer. Hey, du Trainer, möchtest du mal meine Pokémon sehen? Ach, ich zeig's dir einfach. Ach, die andere sagt, darf ich deine sehen? Ich zeig's dir einfach. Und der. Ja, es sind immer so zwei Trainer, die zusammengehören hier. Das merkt man schon im Spiel. Schon ein durchgehendes Schema. So, Blutzuck. Hat den Typ Käfergift, wenn ich mich nicht komplett täusche. Blutzuck finde ich auch ein cooles Pokémon. Umut wiederum finde ich langweilig. Mag ich nicht. Ist einfach, ich sage mir so, Vivillon finde ich cool aus der 6. Generation. Also hier kommt tatsächlich auch schon der. Das angesprochene Mon. Omod, denke ich, sollten Pyrokinese nicht aushalten. Ist schließlich ein Skelabra. Und der Tag ist immer noch sehr effektiv. So, Yanma, da glaube ich. Ja, komm, da braucht man nicht geizen. Der kriegt einen Flammenwurf. Weil ein One-Hit geht in dem Fall dann vor AP sparen. Dennoch glaube ich, dass auch ein Spukball gereicht hätte, aber man muss es ja nicht ausprobieren. Hier oben gibt es auch noch was zum Finden und tatsächlich war das der letzte Trainer. Sehr, sehr gut. Hyperball gefunden. So, jetzt sind wir hier in Septerna City angekommen. Ich hole noch ganz schnell das Item da unten. Wir werden jetzt in diesem Part, werde ich die Stadt erkunden gehen. Und zwar erstmal das AP Plus holen, dann ja. Dann wie gesagt die Stadt noch erkunden und dann beende ich die Sache schon. Jetzt geht es wieder mit der Stadterkundung los, liebe Freunde, für die, die sich darauf schon gefreut hatten. Also mir war ja schon klar, dass die Lagerhalle eines Tages der Hit ist. Okay, von was redet die hier? Ah, da von irgend so einem Bistro wahrscheinlich wieder. Ich gehe erstmal schon die Pokémon heilen. Und dem Typ hier. Ha, ich habe ein paar neue Medaillen für dich gesammelt. Kitzler. Unten, weil es so schön ist, gebe ich dir gleich noch eine andere. Itemradar-König. Ja, ich bin heute wieder für die Spendierhosen an. Brückenmaniak. Ja, 50 wäre schon geil, ne? Alter, wir haben ja noch keine 50 Medaillen. Naja, das sollte sich dann durchs PvT ändern. Da gibt es nämlich, glaube ich, noch einige Medaillen zu holen. Aber ich kann eh nicht alle bekommen. Cause of Wi-Fi, Connection, Missing und so weiter. Die Knochen im Museum von Septerna City hat man beim Wendelberg gefunden. Ich habe gehört, beim Wendelberg kann man auch sonst allerlei Fossilien finden. Die Pokémon, die mich jetzt begleiten, sind eine erlesene Auswahl. Jawohl, ich habe viele Pokémon in meinem Leben getroffen. Doch für diese habe ich mich entschieden. Same. Ha! Ich habe im PC, im Pokécenter alle Seiten unter Hilfe aufrufen gelesen. Ja, da hast du aber viel Zeit wahrscheinlich mit vergeudet. Wer geht nicht gerne auf stillgelegten Gleisen spazieren? Du hast auch nichts Besseres zu tun, oder? Welche Pokémon hast du denn so dabei, Trainer? Na, du hast doch ein Flitiamo, oder? Wie sich an dich schmiegt, es muss sich wirklich sehr wohl bei dir fühlen.
Ist ja schön. Nächster. Viele Pokémon fühlen sich bei den Menschen sicherer als in freier Wildbahn. Woran machst du jetzt fest, mein Lieber? Das war mal eine interessante Diskussion. Aber naja. Ich habe einfach Pokémon gesammelt, die mir gefallen. Da habe ich plötzlich 6. Ja, was. Nein, komm. Nein, nein. Weiter geht's hier einfach. Ich bin die Möbeldesignerin Rosalie. Ich habe gerade einen Durchhänger. Mir fallen keine guten Designs ein. Ich versuche ein wirklich traumhaftes Möbelstück zu entwerfen, aber nichts. Ah, das kleine Anlehnung an Gen 4, glaube ich. Da gab es ja auch so Sachen hier mit der Hütte. Im Überlebensareal. Ich soll als nächstes Gen 4 spielen, Leute. Ohne Scheiß. Das habe ich so Bock drauf. Gen 4 auf Bladin. Bladin, Bladin. Hey Trainer, komm noch mal kurz rein. Jo. Hier der Attackenlerner. Und da ein Typ mit komischer Kleidung. Ich habe ja vor 2 Jahren meinen Laden eröffnet. Und dank meiner vielen Kunden kann ich wirklich nicht klagen. Was kann man hier kaufen so? Echt jetzt? Boah, ist das ätzend bei dir. Angriff Plus. Ja, so nennt man dieses Item auch bei uns in der Einhandregion. Also ich habe gerade... Ja, passt alles. Ich habe gerade im Moment, in der Sekunde habe ich gerade was anderes denken müssen, aber... Egal. Artie ist sowohl Künstler als auch ein Rennleiter von Stratos City. Er ist unser Vorbild. Und das wird er auch immer sein. Ich werde ihn immer bewundern. Ja, wunderbar. Bis vor 4 Jahren hat Artie diese Lage als Atelier benutzt. Immer wenn er in ein kreatives Schaffensloch fällt, kehrt er hierher auf der Suche nach Inspiration zurück. Deswegen haben die Rennleiter von einer allen Schuss nicht gehört. Und die sind ja schon crazy. Nach der Stillung der Zugleise gab es für die Lagerhalle keine Verwendung mehr. Doch ein paar angehende Künstler haben sie dann günstiger als Atelier angemietet. Wäre das nicht gewesen, würden dort heute wohl jede Menge Pokémon leben. Hier noch ein Café mal wieder. In Eingangspassage... Alter. Soll es ein Café für Pokémon geben? In der Eingangspassage dann bitte. Ob ich da mal hingehen sollte? Ich weiß nicht, wie es sich gegen... Das Café-Lagerhaus schlägt. Café-Lagerhaus, okay, klingt langweilig. Mein Akkordeon, zu Deutsch Ziehharmonika. Akkordeon ist auch ein deutsches Wort. Aber egal, spielt hier noch zu der Musik, glaube ich, dazu, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen im Café-Lagerhaus. Der rustikale Charme ist unser Markenzeichen. Ich mag sowohl das Café-Lagerhaus in Septana City als auch das Restaurant in Orion City. Sie haben beide was. Hey, du, jede Woche Mittwoch und Samstag gibt es unser Spezialangebot. Ja, mir doch egal. Obwohl ich immer mehr zunehme, kann ich mir den Nachschlag nicht verkneifen. Welch gemeiner Kerl hat bloß der Tage Zugabe auf mich angewandt. Ich würde mal sagen, du selbst. Was alle kennen mögen, ist meist auch gut. Aber es gibt wohl genug Ausnahmen. Wichtig ist am Ende doch nur der eigene Geschmack. Ich habe hier ein Taschentuch gefunden. Das hat wohl ein Stammgast vergessen. Ich glaube, es war ein Gast, der mit einem braunen Pokémon als Superzahn kann. Ich bin ja auch jemand, der sofort alles möglich verliert. Das ist echt schlimm. Wäre es nett, den Besitzer zu suchen? Ja, wenn ich ihn finde. Jeden Tag gehen hier allerlei Gäste ein und aus. Frage am besten herum. Schnäuztuch, na lecker. Oh, stelle ich mir nicht so cool vor. Ah, das Ding haben wir schon hier abgearbeitet gehabt. Ich versuche ja die Attacke nachahmer von Farbigel zu zeichnen. Schwierig. Na, ich sag's ja. Irgendwann wurden die verlassene und heruntergekommene Lagerhalle als Atelier verwendet. Das ist pure Innovation, so muss es sein. Neue und pfiffige Ideen braucht das Land. Die Lagerhalle ist dort drüben. Dort ist eine Lagerhalle. Ja, denn für die haben sie auch keine besseren Synchros mehr gefunden. Ich bin Poet. Gedicht ist meine Leidenschaft. Das hast du dir sicher fast gedacht. Täglich grübel ich über neue Zeilen. Ewig könnte ich so verweilen. Doch etwas lässt mich hier keine Ruhe. Träumen Pokémon wie ich und du? Ach ja, wird man sie erfahren? Ein schönes Gedicht. Wunderbar. Man muss jeden Tag ganz fleißig üben. Genau wie man jeden Tag essen muss. Solange das jetzt zur zweiten Natur wird, macht man weder beim Gitarrenspielen noch bei den Pokémon-Kämpfen Fortschritten. Tito, Ewigstein, Wesen. Ich werde da nicht schlau draus. Ja, das ist die neue Züchtmethode in Generation 5. Dass man jetzt mit dem Ewigstein zu 100% die Wesen vererben kann, die im Pokémon
Schwarz-Weiß 2 geht das zu 100%, früher nur zu 50. War ätzend, es ist immer noch ätzend hier, aber naja, egal. Unglaublich, ein Blick auf dieses Skelett genügt und ich bin hin und weg. Guten Tag, ich bin Baldur, der stellvertretende Direktor hier. Wollen wir die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Du bist auch Tobi. Schön, dass du extra hergekommen bist. Ach, da fällt mir ein, was für Fossil wirst du haben? Schildfossil oder Federfossil? Okay, wir haben Karpas und Aeropteryx. Ich nehme mir einfach mal Aeropteryx, weil ich den persönlich, ja, chillig finde. Ist zwar hässlich wie Karpas auch, aber, naja, einen von beiden muss ihr wählen. Was Federfossil soll es sein? Wir haben offenbar unterschiedliche Auswahlkriterien. Wende dich an den Empfang des Museums, um das Fossil wiederherstellen zu lassen. Ja, ein Federfossil, komm jetzt. Na, hör mal, Schatz. Wir waren gerade mitten in einer Führung. Da kannst du doch nicht so einfach hereinplatzen. Außerdem hast du dich noch gar nicht vorgestellt. Ach ja, stimmt. Ich bin Aloe, Direktorin des Museums und Arenenleiterin. Ich bin Tag und Nacht hier. Du kannst mich jederzeit mit besuchen kommen. Also mal Ex-Arenenleiterin, sagen wir es so. Typischer Aloe, dann kommen wir mal zur Führung. Da wäre zum Beispiel dieses Skelett hier. Es stammt von einem Drachen-Pokémon. Als am Himmel sein Kreis zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück geeilt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Oh, ein Amaldo, cool. Wir haben herausgefunden, dass das Pokémon Deoxys durch den Einfluss dieses Meteoriten seine Form ändern kann. Ah, hier sieh dir das an. Das ist eine Nachbildung des berühmten Lichtsteins. In dieser Form hat das legendäre Pokémon Reshiram geschlafen. Wie, du hast Reshiram gesehen, das ist ja fantastisch. Da kann ich mir die Erklärung sparen. Im nächsten Raum ist die Bibliothek und im hintersten Winkel befindet sich das Büro der Direktorin. Übrigens war Aloe früher Rennleiterin. Ja, ich glaube, einen Kampf gegen uns möchte sie da nicht machen. Rakosse tragen die Schädel ihrer Mütter als Masken. Ich frage mich, ob die Kampfknochen, mit denen sich Knocker zur Wehr setzt, auch von Pokémon stammen, die nahegestanden sind. Okay. So viele seltene Dinge an einem Ort, zusammengetragen aus aller Welt. Das Museum ist eben eine Ansammlung von Objekten, die Herzen der Menschen höher schlagen lassen. Die Museumsdirektorin Aloe war zu sehr mit der Erforschung von fossilen Pokémon-Knochen beschäftigt, deswegen hat sie als Arenenleiterin aufgehört. Boah, ich kann echt nicht mehr lesen, ey. Ich muss mal langsam zurück. Hallo, ja, Tafelwasser. Nein, das gibt's leider hier nicht. Das hier ist keine Pokémon-Arena, sondern eine Bibliothek. Diese Bibliothek war früher mal eine Pokémon-Arena, so rum. Da geht's zur Leiterin, das Rätsel muss man erst lösen, Schwarz-Weiß 1. Ich lese dir jetzt mal etwas aus meinem Lieblingsbuch vor. Es handelt sich um eine alte Legende aus der Sinnoh-Region. Damals, als die Sinnoh-Region gerade erst entstanden war, machten sich die Menschen die Pokémon gegenseitig immer Geschenke, um sich zu helfen. Da sagte ein gewisses Pokémon zu allen anderen, sie müssten immer zu vor den Menschen erscheinen, um ihnen zu helfen. So kam es, dass die Menschen, wann immer sie ins hohe Gras gehen, auf Pokémon treffen. Toll, nicht? Ja, wahnsinnig. Seltsam Quatsch gehört. Na, ich möchte das Buch nicht überfliegen. Das ist unnötig, Bücher zu überfliegen hier. So, und hier ist Aloe jetzt am Schreibtisch, nicht mehr bei der Arena, beim Arena-Teil da unten. Es gibt Rätsel auf dieser Welt. Die kann man nicht entschlüsseln. Auch wenn man sein eigenes Leben ihrer Lösung widmen muss. Manch andere Rätsel wiederum können mehr als nur eine Lösung haben, je nachdem, wer dir eine Antwort gibt. Das erregt wahrlich meine Neugierde. Es vermischen sich nämlich das rationale Bestreben der Wahrheit, auf den Grund zu gehen, und die romantische Idee, den Sinn der Dinge zu erforschen. Sehr poetisch. Mit diesen Worten möchte ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Weiß 2. Ciao!